eine Höhle, aber die geflutet ist. Oh, man, ich kann nicht schwimmen. Noch schlimmer, unsere Schuhe werden schlecht. Papi, Hilfe, ich ertrinke, ich brauche Mund-zu-Mund-Beatmung. So, wie ist es auch nicht. Wenn ich so ein Ding wie die überflutete Passage in Gründorn. Wo wir überall Felsen umliegen, die einen Weg blockieren, das random. Da ist wieder jemand abgekratzt. Sag mal ein bisschen verantwortungsbewusster. Diese hat doch keine Verantwortung. Ja, stimmt. Ja, sie kümmern sich mehr um dein Leben. Sonst stecke ich dir einen meiner 103 Zacke in den allerwertesten. Soll wohl so nicht hinscheint. Ich muss nicht aufpassen, wenn du willst, der trinkst so. 3 Zack. Ja, schon. Du bei dem Loch wirst sein, da kannst du schon ertrinken. Ah, zu spät. Es geht da sehr tief runter, oder wie? Ja, dann bin ich jetzt wohl tot. Ah. Und laufe als wandelnde Leiche weiter. Muss ich immerhin nichts mehr essen oder trinken. Yay! Nee, muss man dich vor Weihwasser und Sonne achten. Achten? Nicht mal fürchten, was soll man? Also vor dir. Oh nein. Ich bin Sonne im Weihwasser? Nee, nächster Boden. Feuerpfeile und. Ach so. Wasserpfeile, wo du einfach nur heiliges Wasser drauf schmeißt. Wahrscheinlich nutzen. Und du hast ein sexy Schwert. Spatzzunge. Über komische Tiere. Wow. Ich frag mich immer noch, was eigentlich daraus geworden ist. Im zweiten Teil. Weil da hat ja Garrett sein normales Schwert wieder gehabt. Oh, leer Grabe. Keine Ahnung, vielleicht weggeschmissen. Oh, es hat keine Kraft mehr gehabt, weil es grundsätzlich gestorben ist, aber es irgendwie mit ihm verbunden war, vermutlich. Oder an den meistbietenden vertickert. Wenn schon das anstatt weggeschmissen. Oder vielleicht schlechte Erinnerungen. Irgendwas Profit aus. Und vielleicht wegen schlechter. Kann trotzdem Profit machen. Ja. Oder die Hüter haben es eingesteckt. Na nee, ist klar. Ja, weg. Soll ja sonst niemand die Hände bekommen, was vermutlich gefährlich ist. Aber so, irgendwann muss der Schlamm auch aufhören. In 3 Jahren. Hm. Fische auch. Oh, da geht's hoch. Da geht's geradeaus weiter. Ich hätte jetzt gesagt, hier geht es runter. Naja, wenn man die Perspektive dreht, dann ja. Ja, die Welt einfach umdrehen. Dass die Welt eine Kugel ist. Ja. Wo ist hier kein Quadrat ist? Hm, was waren die Echsen hier oben? Komische Schlangenfisch. Na, ich mach komische Schlangendinger, ich wär schon vorher auf Gaulos. Vorher auf Gaulos gefunden haben. Also das heißt, ich kann nicht tragen. Natürlich kann ich tragen. Ich muss nur das verschieben und schon kann ich es mitnehmen. Oh, eine Ruine. Dankolo, Papi. Oh nein. Angelogen und habe eine gepeinigte Seele bekommen. Ja, ich fühle mich auch gepeinigt. Grüne. Ich werde gepeinigt. Das ist ganz und gar nicht toll. Warum singst du dabei? Alte Ruinen mit Hexenhäuschen. Also Tibis. Ich glaube, das ist wirklich keine Metapher. Lass mich her. Das kann ich wirklich nicht mehr. Okay, bis gleich.
Genau, direkt hier einen Stab verkaufen. Der eine Stab, ja. Der eine kleine Stab. Mit Mr. Tukan. Himmel, er hat mir den Himmel verkauft. Der Kapitän hat mir befohlen, dir alles zu geben, was du brauchst. So schön. Sag mal, ich will Outfits nehmen, noch griechisches. Ach, voll doof. Das kommt direkt in die schwarze Kasse. Das ist ja zum Schriftrollen. Naja, ich bin ja Unterstützer. Ja, mach dich auf den Weg. Nee, wollte ich eigentlich nicht. So, dann öfters Schriftrollen nutzen. Ein bestes Schwert. Was ist, wenn ich kein Schwert möchte? Vielleicht ein Wurfschwert? Hast du schon mal daran gedacht? Aber ich habe doch hier Fenrir seine Zähne rausgeschlagen. Ah. Und direkt sein ganzes Mundwerk. Wie heißen eigentlich die anderen? Asenklinge der Flammen. Und schädliche Asenklinge des Verzehrens. Ja, aber dem Gebiss aufgebrochen und dann Zähne rausgehauen und dann als Axt benutzt. Ah, das erinnert mich an One Piece im Kampf gegen Arlong. Einfach das Gebiss rausreißen. Ja, Wandzeiten. Das waren Zeiten. So. Leck. Sackgasse. Warum? Wir sind doch keine gefährlichen Gegner. Ich weiß. Wir haben noch so viele. Wir haben nur so viele von den Rollen. Könnt ihr halt ablenken. Wenn er nicht tot wäre. Na, wenn er nicht tot wäre. Muschel. Hatten wir schon. Ah, neues Hütchen. Hatten wir schon. Interessante Statuen hier. 2 Millionen Speere. Interessante Statuen, wie die aus dem Opening. Ja. So, Hauptbildschirm meine ich. Ja, Meldon haben die noch hier eine Option reingepackt, dass man hier das Startbildschirm aussuchen kann. Entweder klassisches Titan Quest oder Mortal Throne, Ragnarok oder Atlantis. Und der hier wurde geköpft. Oh nein. Jetzt nur der, naja, mindestens 2 weitere Beine von Schlittpflanzen bringt. Alle werden geköpft. Oh. Sind wir hier bei der Herzkönigin im Wunderland? So, wir sind schon mal 40 Minuten drin im Spiel. Kann passieren. Ich achte nur drauf, wie lange wir es schaffen. Ich lasse dann bloß das ganze Spiel aufnehmen. Kann ja schnell passieren. Nicht schlimm. Okay. Ich nehme ja nicht mit Fraps auf, ne? Stimmt ja. Seenhaut. Schon mal nichts. Die sind ja nicht in gewissen anderen Projekten von mir. Welchen denn? Achso. Ja, Falkensimulator. Ja, funktioniert leider mit dem Aufnahmeprogramm nicht, was ich gerade benutze. Falkensimulator. Das ist kein Falkensimulator. Na gut, möchte gerne Falkensimulator.
Ich bin nicht mal ein Falke. Ah, wir sind nicht in der Wildnis. Wir sind nicht in der Wildnis, nicht mehr im Schlammbereich. Und du kann. Hey, Tukan. Oh, das ist ein süßes schwarzes Knopfäugchen. Oh, klein. Tukan! Kann hier ran scrollen auf dem Baum. Von ran scrollen, wo der am Baum sitzt. Das sieht man von einem süßen kleinen Knopfäugchen. Oh, noch ein Gegner. Krablink. Das sind eigentlich nur die Dämonen, die auch in Krabbenform gemacht wurden. Ha! Oh. Was seid ihr denn? Dünenkirscher. Wir sind keine Sandbücher. Ja, muss sagen. Ihr seid hier ein bisschen falsch am Platz. Geht weg. Verzieh euch, ey! Ja, Wanderung wegen globaler Erderwärmung. Klimawandel ist real! Ja, es bringt viel. Weil niemand will es hören. Weil Leute es nicht verstehen, wie das funktioniert. Oh. Na, die sind noch alle altmodisch. Hast du die Tür gemacht? Ja. Ich wollte schon sagen, ich habe draufgeklickt, stand noch 10 Meter von entfernt und wie genau. Ich wollte schon sagen, wir haben jetzt irgendwie telekinetische Kräfte. Vielleicht. Ja, ich habe irgendwie nicht registriert, dass du hingelaufen wirst. Ja, die hast du. Die nennen sich auch Rappi. Rappi. Ja, so heißt deine telekinetische Kraft. Oh, darauf ist meine Kraft. Schalalalala. Okay. Ich mag das sein, ja, das Schreien. Seh mich an hier. Age of Mythology. Die atlantische Fraktion. Im Namen des Rappi werde ich euch alle bestrafen. Ja, ich bin Dschungel. Sailor Raptor oder so. Sailor Rappi. Atlantischen Ruinen erinnere mich echt an die. Heißt das, du hast deinen eigenen Planeten, Hoppy? Ja. Genau, natürlich. Es gibt einen Planeten, der Rappi heißt, okay. Ja. Also, ich ein paar Felsbogen zusammenschmeiße und den Orbit schmeiße, dann habe ich einen Planeten. Hab das sonst ja mal nicht. Mir wurscht! Oder Nibiru, dieser komische Planet, der angeblich existieren soll. Ah, oh, ein Stock ist im Weg. Bist du ein legaler Planet oder so wie Pluto? So wie Pluto, weil ich bin ja immer klein. Oh. Ja, ist der Fall. Und Viecher. Oh je. Armer kleiner Pluto. Es war für lange Zeit ein Planet und dann wurde ihm der Status aberkannt, weil er zu klein war. Ja. Hat nie genügend Fruchtzwerge bekommen. Ah. Der hätte bei mir vorbeischauen sollen. Ich hab ja manchmal welche. Fruchtzwerge! Ich weiß, er hat Schicken auch lange nicht mehr gehabt. Aha. Bewertet. Aha, ich bin immun gegen Gift. Dein Echsenviecher. Ah, oh, nächster Checkpoint. Yay. Checkpoint. Mehr Krabben. Bon Appetit checken. Oben hocken sie wieder. Hey, Krabben kann man doch als Essen nutzen. Echt mal. Direkt zum Knochen. Wahrscheinlich nicht, weil es dämonische Krabben sind. Ja, direkt zum Koch rüber schleifen. Ein Vögelchen. Vögelchen. Zwei. Hm. Das sind die aus Ägypten. Die haben sich ein bisschen verflogen. Und das sind Spione Kleopatras. Okay, hier nach Norden. Da geht's in Sackgasse im. Mehr Wasserkreaturen und Wechseldinger. Ja, spuck doch Gift auf uns, wir sind immun gegen ihn. Er ist ja gespucken, nicht hauen. Ich bin nicht immun gegen Schläge, also unterlass es bitte. Also warum nicht schlagen? Ja. Seltsamer Baum. Seltsame Frucht.
keine Birnen. Will ich das wirklich essen? Zwar ein bisschen eklig, aber diese Frucht scheint essbar zu sein. Woher will ich das wissen? Das sind Birnen, die sind nicht ekelhaft. Die haben echt keinen Geschmack. Die haben keinen Geschmackssinn, Leute. Naja, haben wir jetzt dann Nahrung für den Koch. Auch ja, eine Birne reicht dann für 20 Jahre. Auch wenn Krabbenfleisch leckerer wäre. Na gut, können wir vom nächsten Portal aus zu dem reisen. Oder mit dem Chinks-Dame mal wieder voll ist. Ja, oder wenn man. Ein Beutel habe ich noch Platz. Das ist gut. Ich muss sagen, Atlantis leckt aber ständig. Ein normales Spiel und Ragnarök. Das sind nur selten Lecks, aber hier ist mir konstant laggy. Ja, Ragnarök hat ja am Anfang auch extrem hart geleckt bei diesen Gegnern. Stimmt ja. Die auf Wölfen geritten haben. Ja, was wegen deren Todesanimationen, glaube ich. Aber hier ist ja irgendwie überhaupt wegen des Spiels. Oh, es leben Menschen, haut ab. Oh, das ist einer bei mir. Ich hab mich gerade nur auf die ganze Chickens gegen angeschaut, anstatt auf meine. Natürlich spawnen die bei mir. Die teleportieren sich einfach zu dir. Ja, wie unfair ist das denn? Dabei bin ich der Fernkämpfer hier. Oh, mehr Krabbling. Okay. Ich bin wohl auch Fernkämpfer. Aber mein Charakter rennt immer nach vorne. Oh, was ist das denn? Du stehst da irgendwie ein bisschen. Was machst du da, Echsenmann? Der sieht uns. Right? Der sieht uns, aber der ignoriert uns irgendwie. Komisch. Ja, dann ignorieren wir ihn auch. Sieht so aus, als ob er das Lager da unten begutachten würde. Oder er ist ein feindlicher Spion. Ja, aber der schaut auf das Lager da unten. Also von den anderen da unten feindlich. Oh, Baum. Der gehört zu so einem anderen Echsenstamm. Ich gehe dem Baumgegner vorbei und der macht gar nichts. Oh, Krieg, die Kampfmarkierung. Wird unsere Stärke und Angstgeschwindigkeit. Stärke ist meine Angriffskraft. Ja, meine Angriffskraft. Wow. Hör auf, du. Er ist auch bei mir die ganze Zeit. Was ist denn alleine, Kapprügeln? Du wirst schon auch Spaß haben. Nee. Wir möchten ja schon Spaß haben. Igitt. Ja, wir haben jetzt. Zu amüsieren. So soll man Spiele spielen, wenn man den Inhalt auch freikaufen kann. Ja, ich warte, das siehst du so. So, Pflanze. Okay, das war's. Jetzt sind wir zurück. Ja, wir möchten schon Spiele spielen. Ja, das. Da unten ist was. Oh, ein nicht feindlicher Leser. Agent der Serpentoiden. Agent der Serpentoiden. Ich sag's doch, Spion von einem anderen Echsenlager. Du möchtest ja was von uns. Du, Mensch. Vielleicht. Nicht töten. Nisir ist. Nicht feindselig. Du, Pottermoy, töten. Du uns helfen kannst. Belohnung, ja? Finde Verträge. Ja, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Anführer haben Verträge. Möchtest du, dass wir dir Verträge nicht suchen? Ein Bausparvertrag? Sondern unsere. Nee, Lebensversicherungsvertrag. Und aber der Mietvertrag. Aber wir sie ein bisschen töten müssen, also. Nur ein ganz kleines bisschen töten. Ganz, ganz kleines bisschen. Winzig. Du vor allem Deutsch gelernt haben bei Yoda.
anscheinend. Auch wenn ich nicht Yoda kenne. War Baby Yoda. Mögest du auf warmen Sand wandern? Oh, da krabbel ich hinter dir. Dein Krabbenfinger. Siki ist aber echt interessant. Wo steht der nächste? Ach, komm doch her! Warum teleportierst du dich zu mir? Stehe ich woanders? Haha, ausgetrickst. Da unten ist. Ah, da, Potamoi. Sollen wir Verträge erledigen? Schon voll, oder? Nein. Noch ein bisschen in meinem Hauptraum. Jetzt haben wir was voll Scharfschütze, ey. Machen. Voll die hübschen Zelte. Hm. Kann ich die mitnehmen? Wäre schön mitzunehmen. Da müssen wir nicht im. Müssen wir nicht draußen im Regen campen. Egal welche es Seite. Gar nicht mehr Rappi. Ach stimmt. Bestimmt wie in der Jagenauer gefunden, diese Zone gibt, wo es regnet, nicht regnet. War ich ja mitten im ersten Wald. Oh, ein Boss. Rennt gerade so hilflos umher. War das? Anführer der Potamoi. Das war der erste der beiden auf. Ja gut, es sind zwei Typen, die wir töten müssen. Für einen Speer hätte ich noch Platz. Ich habe von den Septoiden von da oben gehört. Der hat wohl gekichert. Chicken kichert ja auch immer, ne? Der muss ja in den Zelt reingehen. Hörst du den da oben manchmal? Ach, ich geh am besten jetzt schon verkaufen. Wenn man hier in das Zelt reingeht, kann man den da oben hören. Wie der rum. Shopping, shopping, shopping. Der rumrasselt und rumkichert. Vielleicht ist es Chicken, weil dann gehst du immer so eine Kichererbs. Stimmt ja. Hallöchen! Ich möchte dir ganz viele Sachen verkaufen. Und wir haben noch was zu futtern gefunden für deinen Kollegen da unten. Kauf doch noch eins. Nö, das ist mein Essen. Ich hab's nötiger. Mach dich auf den Weg. Ja, mach uns auf den Weg. Ja, wir können Krabbenfleisch jagen gehen. So, hier, wir haben eine Birne gefunden. Mein Poseidon, was ist das? Eine Frucht? Ich weiß nicht. Sieht eklig aus. Aber in der Not frisst der Teufel eben Fliegen. Ich schicke Männer aus, noch mehr davon zu suchen. Er probiert nicht mal, ob die überhaupt genießbar ist. Also so im Grunde, ja, könnte ja giftig sein. Also wir haben schon öfters Birnen gegessen, sind davon bisher nicht gestorben. Ich garantiere für nichts. Wie, wenn ich nicht zurückkomme, gehört dir alles. Ich habe doch nicht mein Testament irgendwie verfasst, dich als Erbe anzugeben. Der ist ja noch schlimmerer Dieb als Garrett. Echt mal? Dann sorgt er wahrscheinlich auch noch dafür, dass ich einen tödlichen Unfall erleide. Alles nur, weil mein Zeug ihm gehört. Wir müssen das Piraten aufgeführt haben. Alter Dieb, wieso sind meine. Das ist ein Kohl, da muss ich mir nicht. Okay, anscheinend bin ich wieder verbuggt. Warum? Weshalb ist so? Ich bekomme meine eigenen Boni nicht von Tongs der Genesung und Eichenherz. Aber nicht, wenn die Sachen, an und ausziehst, also aus- und anziehst? Hab ich gerade gemacht, aber nee. Was? Schon wieder, ey. Was? Jetzt müssen wir hier patchen, ey. Na gut, dann gehe ich an die Front.
Jetzt habe ich wieder einen Nachteil. Ja. Spiel denkt sich auch nur so, ja, Chicken ist nur 7 Tode gestorben. Ich muss noch 3-mal sterben. Wen habe ich dann auch? Ja, das ist etwas. Ich habe nur deine Kräuterkunde. Ich habe meine Runenwaffe und Rune des Lebens und meine Reflexion durch meinen Helm. Immer bin ich so verpackt. Nichts passiert richtig, wie es sein sollte. Aber egal. Das passiert, glaube ich, nur beim Teleportieren. Das passiert auch nur beim Teleportieren. Spiele, die nicht starten. Ja, die kaputt sind für alle Leute, die spielen möchten. Software-Updates, die ich nicht installieren kann, weil dann irgendeine Fehlermeldung aufploppt, mit der ich nichts anfangen kann. Und mir geraten wird, ey, du musst deinen PC neu starten. Boah, ich hab den doch gerade erst hochgefahren. Okay, Gangsvision. Cool, der Teil ist, Mann. Was macht denn der? Mit Darschaden und Zaubergeschwindigkeit. Cool. So, jetzt haben wir beide Aufträge erledigt. Oh, der hat unsere Buffs gestört. Ich hatte vorher keine Buffs, also mir hier rein. Rum ohne Rüstung. Es würde einem Gegner vom Busch gefallen. Dir gefällt es vor allem. Ach. Können wir jetzt denn hier Hexenmann sagen, wir sind fertig? Die Aufgabe ist ja jetzt geschlossen. Nicht, wenn ich gegen alle möglichen Dinge renne. Wie Grappi. Nein. Bin zu langsam für. Na, du bist auch gerade stehen geblieben. Ey, du, wir haben einen Typ getötet. Zwei Typ. Ja, dreh doch mal. Ja. Sehr schöne Verträge mit unseren Freunden. Ich zerstöre hier das für dich. Erfahrung. Ja. Tolle Belohnung. Ja, Erfahrung dafür, dass seine Freunde getötet haben. Danke auch. Ach, Intelligenz. Intelligenz. Ah, hm. Oh, immerhin wird die Spielzeit nicht mehr übereinander angezeigt. Jetzt kann ich schon schauen, wie viel wir haben. Ach, Intelligenz. Ja, Rüstung und Intelligenz bezeichnen. Wo hast du intelligente Sachen haben? Ja, liebe funktionierende Sachen. Gibt es nicht. Mhm. Ausverkauft. Schon gemerkt. Okay, jetzt können wir weiter wandern. Richtung Zentrum der Insel. Ah, Dreizack. Ja, Rüstung und Schild, also Schild und Waffe, die in den Himmel schweben. Ach, mehr Pflanzen, Menschen. Die Pflanzen. Checkpoint. Maxen. Ja, ich muss checken, losgehen, weil ihre Buffs nicht funktionieren. Echt mal. Say. Nur weil ich jetzt einen Nachteil habe, schon wieder. Hm. Ja, Trick, dann muss er wohl einmal sterben, damit sie hier funktionieren, ne? Lieber nicht. Nein, wir wollen nicht noch mehr Tode haben. Hm. Meine 5 Millionen Tode. Hm, aber verschwinden. Hey, noch mehr Birnen. Auch eine seltsame Frucht. Ist auch eklig. Immer mit. Ja, hier ist eine Höhle.
weiß ja, ich gehe nämlich raus mit der Insel. Überall Bäume mit Früchten. Das erinnert mich jetzt an diese eine Schlucht in Tales of Symphonia. Mit diesen Pflanzen, die Luft pusten. Interessant. Hey, vor Zelte in der Höhle. Hab voll Angst, wo Regen wird. Ja, bevor Chicken in ihrem nächsten Spieldurchlauf dahin kommt, muss sie erstmal das verdammte Minispiel auf der Rücke schaffen. Hm. Oh, na, hier alles Intelligenz-Sachen. Also Rüsten mit Intelligenz-Bonus. Oh, ich bin sowieso gerade mit anderen Dingen beschäftigt, also von daher. Hm. Und das Minispiel kann mich mal gerade sowas von. Ja, und Wölfe waren wohl am Abspacken. Keine Ahnung, ich kann nicht auf meine Wuffis achten. Ich kann auf gar nichts achten. Ja, die sind beide voll gegen den Schreingang gerannt und waren voll am Abspacken. Das sah lustig aus. So, wir sind versuchen durch die zwischen Welten zu probieren, wie Flash immer macht. Noch nie. Dann stecken sie fest. Und sind für immer eins mit dem Schrein. Die Wassertypen sind echt schwach. Hey, da oben. Oh. Wo bist du? Weg.